meine Freunde. Teil 2 hier von, und nee, Teil was? Teil 3 von unserem Video bezüglich ja, BMW E92 N54 Single Turbo Drift Projekt. Und die Jungs haben schon angefangen. Es ist schon jede Menge passiert. Ich zeige euch mal eben erstmal, bevor wir zum Auto gehen, was schon passiert ist. Und nochmal alle Sachen, die wir aus dem Auto ausbauen, die ich nicht brauche, landen alle auf eBay Kleinanzeigen. Ja? Schaut es euch an. Vielleicht ist was dabei, was ihr gebrauchen könnt. Und ich zeige euch zum Beispiel erstmal die Innenausstattung. Die kommt jetzt. Oh, da liegt schon mal, ja, lauf ruhig durchs Bild. Komm hier, lustig sieht das aus. Ne? Da kommt die Abgasanlage. Die ist übrigens von Active Auto Works. Die geht auch weg. Die klingt auch richtig geil. Also erstmal hier, ganzen Türpappen und so, geht natürlich alles weg. Ganze Innenausstattung, rotes Leder mit Sitzheizung. Elektrisch sind die Sitze auch und die sind eigentlich in einem Bombenzustand. Also das Auto hat ja nur 129 gelaufen gehabt. Da ist kein Kratzer dran, gar nichts. Ne? Also die ganze Ausstattung wird zu verkaufen sein. Aber glaubt nicht, dass das verschenkt wird, weil ich weiß, rote Lederausstattungen sind sehr selten zu bekommen. Ist nichts für jedermann, aber ich habe die bei eBay gesehen, die kosten so 2.500 Euro komplett. Ne? Dann Abgasanlage, die liegt hier, ist komplett von Active Auto Works, habe ich ja gesagt. Hat aber keine Zulassung, aber klingt brutal geil. Die wird auch zu verkaufen sein. Und jetzt gehen wir mal zum Auto. So. Also, da ist er. Auch von unten sieht das Ganze ganz gut aus. Ne, Alpi, was sagst du? Sieht gut aus. Sieht gut aus? Ja, ist halt BMW. Hat natürlich wenig, wie eigentlich gar kein Rost, das Ding. Ne? Sieht auch soweit sauber aus. Hier sifft das Getriebe ein klein bisschen, schwitzt, aber nicht ganz so schlimm. Wir machen eh alles neu, dichten alles neu ab. Neues KW V3 Gewindefahrwerk ist drin. Das wird auch zu verkaufen sein, aber vielleicht will der iPad schon haben, ne? Ja, müssen wir uns einigen. So, ansonsten wirklich gut vom Zustand her. Ne, Quave Sperrdifferenzial ist drin. Ich überlege, ob ich das drin lassen werde oder nicht. Das schauen wir mal. Ansonsten, da sieht man schon, dass du winkst, ne? Das hat man schon gesehen, dass du gewunken hast. Willst du nochmal winken? Okay, hallo. Da, Paul winkt auch. So, ja, Räder kommen natürlich auch ganz weg. Das ganze M-Paket, das heißt Heckstoßstange, Seitenschweller, Frontstoßstange, wird alles bei eBay Kleinanzeigen landen. Ja, und jetzt machen wir erstmal heute Motor und Getriebe los. Ja, und dann zeige ich euch mal, wie das Ganze aussieht. Ladeluftkühler ist momentan auch schon einer drin von Active Auto Works, aber auch der kommt später raus und wird ausgetauscht und ja, auch verkauft. Auch die Lader, die drin sind, kommen raus. Da sind RB Upgrade Turbo Lader drin. Das Auto hat zurzeit ca. 550 PS. Geht auch wie die Pest. Kommt auch raus, wird auch verkauft. Aber ich sage euch einfach gleich mehr, wenn das Auto unten ist. Alright, meine Freunde, da ist er, der gute N54. Ja, hier unten sind die Turbolader. Das heißt Biturbo-Aufladung, wie gesagt. Momentan Upgrade-Lader drin, kommen aber raus, werden dann verkauft. Hier, wo es oft Probleme gibt, ist diese Plastik-Ansaugbrücke hier. Die kommt auch raus, da kommt eine Aluminium-Ansaugbrücke rein von dem Single-Turbo-Kit. Wie ihr sehen könnt, da war schon einiges ein bisschen nachgefummelt hier, ganz viel Sand und Staub. Und ja, die Airbox, diese Carbon-Airbox, die war hier, die liegt jetzt hier. Die wird auch zu verkaufen sein. Da ist sie aus Carbon, gut, der Filter ist, den sollte man dann neu machen. Aber ansonsten ist das Ganze soweit eigentlich Taco. Vom Zustand der Motor gut. Was werden wir machen? Wir werden auf jeden Fall Ventildeckel abmachen. Wir werden die neu abdichten. Wir werden die Ventile manuell reinigen. Wir werden die Lagerschalen machen. Hier übrigens All Catch Can. Ne? Wenn die Lagerschalen neu machen. Also der Motor wird komplett einmal Taco sein, wenn der wieder reingesetzt wird. So sieht das Ganze aus. Das nächste Mal melde ich mich wieder, wenn der Motor raus ist. Und dann können wir uns das Ganze nochmal genauer anschauen, wie das Ganze aussieht. Alright, meine Freunde. Gleich ist es soweit. Das Herz dieses wunderschönen Kfz wird ausgebaut. Und die Jungs lassen erstmal komplett mit Achse ab. Das heißt Auto hoch, Motor, Achse vorne, unten. Den bleibt er auf dem Tisch liegen. Und danach wird der Motor quasi von der Achse vorne losgemacht. Und dann kommt er auf den Motorbock drauf, dann kommt die Achse wieder ins Auto rein, sodass wir das Auto schieben können. Und ihr seid gleich live dabei, naja, live nicht, aber auf jeden Fall seid ihr gleich dabei, wie der Motor quasi abgelassen wird. Und dann ist das Ding raus, dann gucken wir uns den Motor gleich mal an, gucken, wie er aussieht, gucken, ob er viel sifft oder auch nicht, aber ich glaube nicht, er hat ja erst 129 auf der Uhr. Und dann können wir mal ein bisschen über die Turbolader reden und ein bisschen über ein paar Sachen, was so ersetzt wird. Also, dann mal folgendes. Thank you.
Ja, so, Motor ist raus. So sieht dann der N54 im ausgebauten Zustand aus. Hier kann man sehen, zwei Krümmer. Und da sind die putzigen Lader. Einmal da ist die Wastegate-Dose. Und einmal da vorne. Das sieht man ein bisschen schwer. Moment. Hier, da kann man es sehen. Ne? Da sind die Lader. Und all das hier kommt weg. Das heißt, hier kommt ein großer Krümmer hin mit einem Single-Turbo, mit einem großen Lader, der dann hier sitzen wird. Ansonsten das KW-Fahrwerk hier, V3, das ist dann auch bald zu verkaufen. Das gute 6-Gang-Getriebe. Und ich muss sagen, der Wagen oder der Motor generell sieht soweit gut aus. Wie gesagt, 129.000 auf der Uhr. Klar, man kann sehen, Ventildeckel schwitzt ein klein wenig, aber das ist wirklich nicht schlimm. Ne? Auch hier hinten kann man sehen, ich gehe mal eben rum. Das vorne, das Öl, das tropft doch von hier raus, das ist kein Problem. Ansonsten sieht das erstmal alles soweit ordentlich aus. Ne? Kann man also nicht sagen. Hier ist dann das vordere Rohr von der Carbon-Airbox. Ne? Die sitzt ja normal da oben drauf. Und hier ist das hintere Rohr für die Carbon-Airbox. Ja? Und dieser Durchmesser hier ist einfach viel, viel größer als original. Und um die Airbox zu fahren, muss halt der Motor genauso wie jetzt hier abgelassen werden und die Originalverrohrung getauscht werden, weil dieses Rohr halt hinten nicht reinpasst. Aber das kommt eh alles raus, wir machen das sauber und dann kommt das ja, auf eBay Kleinanzeigen. Hier sind die Downpipes, ja. Hier wurde irgendwie mal was geschweißt, ich weiß nicht warum, aber es sind auf jeden Fall Downpipes ohne Cut. Ah, ja, genau, wahrscheinlich waren die vorher mit Sportcuts und der Kunde hat das dann, oder der Vorbesitzer hat dann gesagt, ey, ich habe keinen Bock auf Sportcuts und haben sie es mit dem Rohr ersetzt. Ja, gut, okay. Also, das war es jetzt erstmal soweit, ne? Ein großer Schritt. Ja, jetzt wird das Getriebe noch abmontiert, ja, also Getriebe kommt ab und dann kommt der Motor auf den, hier ist schon der Kran aufgebaut, so, ne, zack. Und dann kommt der Motor auf diesen Motorbock drauf und dann können wir anfangen, den Motor auch auseinanderzunehmen. Auch das werden wir dokumentieren. Ich bin mal gespannt, wie die Lagerschalen aussehen. Wir holen die Ventildecke mal ab, gucken uns die Ventile von oben mal an und, also seid gespannt. Und ja, ich glaube, das ist auf YouTube, soweit ich weiß, schreibt es in die Kommentare, ich glaube, das erste deutsche N54 Single-Turbo-Projekt. Und für mich sind es zwei Fliegen mit einer Klappe. A, natürlich Single-Turbo-Umbau, klar. Und das zweite ist halt mein neues Driftauto. Und das wird ein echt super geiles Projekt. So, ich melde mich gleich mal wieder, wenn... Oder mache ich das gleich noch? Ja, wahrscheinlich melde ich mich gleich noch mal wieder, wenn das Getriebe ab ist. Wie gesagt, die Kupplung hat geschliffen, da gucken wir uns das Ganze mal an. Und dann gibt es dann gleich nur eine kurze Abmoderation. Ich hoffe, es gefällt euch. Schreibt es in die Kommentare. Lasst einen Daumen hoch da. Teilt das Video ordentlich. Gerade für die, die N54 fahren. Ich hoffe, ich habe da ein gutes Projekt ausgesucht, wo ihr alle Bock drauf habt. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich dann gleich noch mal wieder. Alright, liebe Leute. Ja, wir haben jetzt 7 Uhr. Die Jungs haben wirklich den ganzen Tag Gas gegeben. Und ja, ich würde sagen, wir sind erstmal soweit durch. Okay, ich bin alleine in der Firma jetzt und muss oben im Büro noch ein paar Kleinigkeiten erledigen, ein bisschen arbeiten und zeige ich jetzt mal eben, wie weit wir mit dem 335i kommen. So, also, Motor ist raus, ne? Habt ihr gerade eben schon gesehen, oder? Ja, Moment. So sieht das Ganze aus. Motor ist raus. Und, jetzt hab ich zu, ist egal, nicht so schlimm. Drinnen sieht es soweit auch relativ leer aus. Ihr könnt sehen, zack, alles leer gemacht. Ich mache die Kamera mal, ich drehe das mal, so haben wir ein bisschen mehr Licht. Ne? So sieht es ein bisschen besser aus. Nicht mehr hier weit. Weit? Okay. Ja, so sieht das Ganze erstmal von innen aus. Das ist alles leer geräumt. Und ja, Stoßstangen sind schon runter, Seitenschwelle habt ihr schon gesehen. Mal ein bisschen gucken. So sieht das Ganze aus. Ne? Zack. Ja. Jetzt gibt es noch 200 Kleinigkeiten, die gemacht werden müssen. Und dann geht, dann wird das Auto am Dienstag, Montag ist Rosenmontag, dann wird das Auto am Dienstag abgeholt. Und geht dann, ja, wie gesagt, in ein anderes Land, wovon ich da auch berichten werde. Ich werde natürlich dorthin fliegen. Ja, ich habe echt ein bisschen Augenränder, ne? Ich werde natürlich dorthin fliegen und ja, sobald der Käfig fertig gebaut ist, werde ich dorthin. Und dann gibt es ein bisschen mehr Infos, was mit dem Auto passiert, was alles umgebaut wird. Ja, ich zeige euch mal ein bisschen, was wir alles aus dem Auto rausgeholt haben. Schau euch das mal an. So sieht alles aus. Hier Stoßstange, Seitenschwelle, die sind aber schon verkauft. Gerade heute im Laufe des Tages. Alles das kam aus dem Auto raus. So, hier vorne liegt der Motor, das Getriebe. Da wird noch viel dran gearbeitet. Ja. Wir müssen uns noch Schrauben holen für den Motorbock. Das heißt, also Dienstag kommt der dann auf den Motorbock drauf und dann können wir anfangen, den aufzumachen. So sieht das Ganze hier aus.
Heftig, ein Schlachtfeld. Ja, und das nächste Video werdet ihr dann sehen zu diesem Projekt, wenn ich dann quasi dorthin geflogen bin, wo das Auto dann steht. Und dann wird der Käfig schon fertig sein und dann gebe ich euch ein paar mehr Informationen darüber, was da mit dem Auto noch passiert. Ja, so, des Weiteren, ganz kurz hier, guck mal, der R8 V8. Ganz kurz mal eben eine kleine Schleichwerbung hier. Der Wagen steht zum Verkauf, hat 49.000 Kilometer auf der Uhr, ist aus 2009, ja, und wird so um die 45, 46 liegen. Komplette Historie übrigens, also und genauso wie er da steht, hat er auch eine Zulassung bekommen. Ganz genau so, wie er da steht, mit der Folie. Unten drunter ist er weiß, also wenn ihr Bock habt, könnt ihr die Folie drauflassen, wenn nicht, dann nicht. So, also lasst einen Daumen hoch da, natürlich abonnieren und sagt mir, wie euch dieses Projekt gefällt. Ich werde das nächste Mal, ich bestelle jetzt schon mal die ganzen Teile für den Single-Turbo-Umbau und dann kann ich vielleicht mal darauf eingehen, wenn die Sachen da sind. Vielleicht gibt es ja vorher schon, vielleicht gibt es tatsächlich vorher noch ein Video, wie wir den Motor aufmachen. Das schauen wir mal. Also, wie gesagt, folgt mir auf Instagram, franz-simon-drift, ganz wichtig. Dort bekommt ihr auch immer Insider-Informationen. Das war's von mir. Subscriben, liken, teilen und bis zum nächsten Mal.